Hey, Patrick hier von paintball.de. In dieser Reihe zeige ich euch, wie ich Markierer für euch repariere. Ich gebe euch Tipps an die Hand, wie ihr bei einzelnen Modellen kleine Fehler selber beheben könnt. Und ich zeige euch, wie wir bei euren Markierern einen Service vornehmen. Aber genug geredet, kommt mit! Heute mal ein kleines Erklärvideo, und zwar erkläre ich euch, wie ihr bei der LV2 den Bluetooth-Chip einbaut. Relativ simpel, der Bluetooth-Chip ist jetzt bald auf dem Markt, oder wenn ihr das Video seht, ist er wahrscheinlich schon auf dem Markt, und ich zeige euch, wie ihr den einbaut und wie ihr dann eure LV2 mit eurem Spire 4 oder Spire 5, der jetzt auch auf den Markt kommt, verbinden werdet. Eigentlich total simpel, man muss ein bisschen was machen, aber total easy. Wir tun den Spire mal weg. Den brauchen wir erstmal nicht. Wir bauen erstmal den Chip ein. Für den Einbau müssen wir einmal die Griffschalen entfernen. Klack, klack, klack. Einmal weg damit. Dann haben wir hier die Boards. Wir nehmen mal die Batterie raus. Die brauchen wir dafür auch nicht. Ich klemme dafür einmal die Kabel ab. Einmal Augen, Schalter, Solenoid und Strom. Und dann könnt ihr das Board rausholen. Ich mache es immer so: Ich drücke hier unten gegen und dann fährt das Board smooth nach oben. Und dann haben wir hier halt die beiden Boards. Was ihr machen müsst, ist zum einmal hier die Halterung abnehmen. Und dann könnt ihr die Boards vorsichtig auseinander wubbeln. Passt auf, dass ihr die Kontakte hier nicht verbiegt oder abbrecht, weil dann ist das Board im Eimer, ihr müsst ein neues Board holen. So, dann haben wir hier einmal die LCD-Einheit mit den Knöpfen und einmal das Mainboard. Was wir jetzt machen ist, wir bauen den Bluetooth-Chip hier drauf ein, also sprich auf das da, wo die Kontakte sind, die Stecker sind, kommt das Teil drauf. Und zwar ist es so, dass wir diese Pinne hier in die Konnektoren reinstecken. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Und zwar, ich kann jetzt mal gucken hier, ein bisschen fummeln, tak, 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 gucken, dass alle drauf sind und dann einmal schön parallel runterdrücken. Gucken, dass alles gut sitzt. Fest, erster Teil fertig. Und jetzt setzen wir wieder die OLED-Einheit oben auf. Gucken auch hier, dass die Konnektoren und die Konnektoren gut aufeinander sitzen und dann ganz vorsichtig ineinander drücken. Das war der ganze Einbau. Was wir jetzt machen, ist, wir bauen das Board wieder zurück in den Markierer ein, setzen hier unten diesen kleinen Schuhbumper, whatever es nennt, rein und setzen das Board halt oben auf, schön gleichmäßig runterdrücken, dann verkantet ihr das nicht. Manchmal verkantet das hier oben ein bisschen in der Führung, dann ist das ein bisschen schwierig. Von daher, wenn ihr das gleichmäßig runterdrückt, habt ihr da kein Problem. So, jetzt gehen die ganzen Kabel wieder rein, einmal den Strom, dann einmal Solenoid, Switch und die Augen. So, dann die Batterie wieder rein. Guckt, dass ihr die Kabel ein bisschen gut legt. Ein bisschen viel Kabel. Gut verteilen. Und gut ist. Die Griffschalen wieder drauf. Klack, 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 klack. Soweit zum Einbau. Jetzt ist es wichtig, dass ihr einmal euer Markier ans E-Portal anschließt und einmal ein Update macht. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, wie das funktioniert. Super easy. Wenn die Bluetooth-Chip draußen, gibt es auch ein neues Update auf die neueste Version. Das müsste dann Version 3 irgendwas sein. Mal kurz. Wo haben wir es denn? Das ist die Version 1-2-4 oder 1.2.4. Keine Ahnung, wie man das nennt. Die müsst ihr draufziehen, sonst geht es nicht. So, da waren die Batterien leer. Kurzen Cut gemacht. Wenn ihr den Bluetooth-Chip eingebaut habt, starten wir einmal den Markierer, gehen einmal ins Menü unter Hardware. So, da ist Hardware. Und dann müsste der erste Punkt halt schon Bluetooth sein.
Sollte das nicht auftauchen, müsst ihr einmal ein Reset machen. Das heißt, ihr geht hier auf Factory Reset, geht hier einmal auf Restore und macht ein Factory Reset. Danach taucht das dann auf jeden Fall auf. Es kann manchmal vorkommen, dass es nicht auftaucht. Das hängt darauf an, ob das Board den Bluetooth-Chip erkannt hat oder nicht. Wenn ihr ein Reset macht, erkennt er den Bluetooth-Chip auf jeden Fall. Also, Bluetooth on. Und dann habt ihr hier auch den PIN, falls ihr mit der App arbeiten wollt, also mit der Planet-App. Brauchen wir aber erstmal nicht. Wir müssen haben, dass das Bluetooth an ist. Dann gehen wir wieder zurück auf den ganz normalen Homescreen. Exit. Und dann ist der Markierer erstmal soweit. Dann legen wir den Markierer beiseite und dann nehmen wir uns den Spire zur Hand. Beim Spire ist es noch einfacher. Batterien drin, Spire einschalten, funktioniert leider nicht, sondern ihr müsst einmal den Spire mit dem Markierer pairen. Und das funktioniert relativ simpel. Ihr haltet hier den Knopf gedrückt, schaltet den Hopper ein und dann wartet ihr, bis das anfängt grün zu leuchten und dann lasst ihr den Knopf los. Passt auf, einschalten, rot, grün, loslassen. Jetzt dauert das kurz ein bisschen. Sie sich pairen und jetzt ist der Markierer verbunden. Das merkt ihr daran, er läuft nicht, normalerweise läuft er immer. Wenn ich jetzt beim Markierer mal die Augen ausschalte und jetzt abdrücke, dann habt ihr den Markierer verbunden. So einfach ist das Ganze. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Für den Umbau aufs Bluetooth, solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch gerne bei uns melden, das ist kein Problem. Ansonsten viel Spaß beim nächsten Mal.